Hallo ihr Lieben, ich melde mich nach einiger Zeit und einer kleinen Pause zurück mit einem neuen Flip-Throw. Und zwar bin ich überglücklich, euch das allerneueste Buch von Hannah Carlsson präsentieren zu dürfen. Ist heute bei mir eingegangen und ich freue mich total und es ist absolut hinreißend. Ich versuche mich mal und zwar heißt es Smygris Grinnat von Hannah Carlsson und das ist hier einmal die Vorderseite mit diesen wunderschönen goldenen Applikationen, wie man das schon kennt von den Hannah Carlsson Büchern. Und dieses Mal ist das Buch in Mintgrün gehalten. Das ist einmal die Rückseite. Wie immer sind die Hannah Carlsson Bücher aus dem Hause Printworks Market und haben einen großartigen dicken Hardcover-Einband. Und es beginnt mit dieser schwarzen Startseite, was ich persönlich als super edel empfinde. So, und für alle, die sich noch überraschen lassen wollen, ist jetzt der Zeitpunkt, das Video auszumachen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich blätter einfach mal ein bisschen durch. Das Papier ist wie gewohnt nicht komplett rein weiß. Es ist so ein bisschen eierschalenfarben und sehr, sehr glatt. Aber das kennt man ja schon. So, und auf geht's in die, auf die Reise des fantasievollen und leicht viktorianisch angehauchten Malbuchs. Ich weiß gar nicht, ob es schon jemals Hunde in Hannas Büchern gab. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Aber eben war da ein ganz süßer kleiner Welpe zu sehen. Auch in diesem Buch findet man wieder viele Katzenmotive, viel Schmuck und viele Mädels. Und dieses Bild finde ich irgendwie ganz besonders entzückend und liebe ich total. Ich hatte sogar dafür schon eine Idee.
Das ist die zweite Seite, die ich so hinreißend finde. Und auch dafür habe ich schon eine Idee. Ich habe zwei Katzen. Von daher kann man sich ja denken, in welchen Farben diese beiden Bilder gehalten werden sein werden. Aber auch ansonsten wieder typisch viele Käfer, Insekten, Vögel, alles mit Kristallen und wunderschönen Edelsteinen verziert. So, das war's. Thank you. Danke, sage auch ich. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich konnte euch einen Eindruck von dem neuesten Schatz aus Hanna Karlssons Galerie vorstellen und vermitteln. Und ich, ja, wünsche euch Happy Coloring und bis zum nächsten Mal. Tschüss!